Hier in dem Video dreht sich nichts um die Garage Inc. von Metallica. Das seht ihr dazu demnächst, weil nämlich hier dreht sich alles um eines der erfolgreichsten Metal-Alben überhaupt. Das schwarze Album, auch ein sehr kontroverses Album von Metallica, welches wir uns nach dem Intro genauer reinziehen werden. Moshpit Passion, you know, for the passion of the music. Herzlich willkommen bei Moshpit Passion auf YouTube. Ich bin der Kayo. Vielen lieben Dank, dass du hier eingeschaltet hast auf unserem kleinen, aber bescheidenen Kanal. Und solltest du mich oder Moshpit Passion noch nicht kennen oder auch kein Abo bis dato dagelassen haben, würde es mich umso mehr freuen, wenn du einmal kurz dieses Video pausierst, unten auf den Abo-Button klickst, die Glocke aktivierst. Das Ganze ist selbstverständlich zu 100% kostenlos und im Gegenzug garantieren wir dir mindestens ein neues Video in der Woche. Kommen wir auch direkt zu unserem Hauptthema. Metallica, das schwarze Album, ist ab sofort draußen auf farbigen Vinyl mit dem Remaster von 2021. Wer die Band so ein bisschen genauer verfolgt, in den letzten Jahren haben die ja hin und wieder mal so ein Deluxe-Box-Set-Reihe rausgebracht. Der aktuelle Stand ist das schwarze Album von 2021 und das Ganze, ja, bringt man auch stellenweise als Standalone-Version raus. Also man nimmt den aktuellen Stand von dem Remaster und ja, presst das jetzt auf farbigen Vinyl. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Universal Music, dass ihr uns das Ganze wieder mal zur Verfügung gestellt habt, hier für eine kleine Präsentation, auch um ja ein Unboxing zu machen oder auch das Ganze hier mit bei dem Thema Sound zu vergleichen, wo ich auch direkt einsteigen möchte. Und zwar habe ich hier den Test gemacht. Einmal hier das 2021er Remaster mit der CD-Version, mit dem, sage ich mal, originalen Sound von 1991 oder 90, meine ich, war das Ganze. Plus dann haben wir noch das Ganze im Streaming. Ich weiß, was der ein oder andere jetzt sagen wird. Ja, du kannst nicht die CD-Version mit der Vinyl-Version und Streaming vergleichen. Und ich denke mir, wieso das denn nicht? Das ist der komplett falsche Ansatz, weil wenn ich Künstler bin und ich bringe ein Album auf den Markt, dann will ich, dass das genauso klingt im Streaming wie auf der CD und Vinyl. Was ich nicht haben will als Künstler ist, ich habe hier drei verschiedene Medien, ich möchte, dass das überall unterschiedlich gleich klingt. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt Bands da draußen. Ich weiß, ein Beispiel, das sind Holy Moses. Die haben gesagt so, ja, wir machen klassisch Oldschool ein Mastering für alle Medien. Ja, aber dann hört ihr das Ganze mal im Stream auf Spotify an, die neue Holy Moses. Ich finde, das ist akustischer Gulasch. Ganz ehrlich, so, wir hatten die Band zwar hier, ne, also nichts gegen Sabina Klaassen, auch nichts gegen das Album an sich. Aber wenn ich das höre in Streaming auf Spotify im Auto oder am Laptop, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist kompletter Soundgulasch. So, bitte lösch das, ganz ehrlich. Das kannst du nicht bringen. Und da zeigt sich halt, du solltest dich wirklich mit einem Produzenten hinsetzen, das mal durchsprechen, was ist überhaupt möglich auf dem Medium. Wie sollte man das gegebenenfalls aufteilen? Auf Vinyl, eine LP, zwei LPs, drei LPs. Und dann halt das Ganze vernünftige mischen bzw. mastern für Vinyl, CD und Streaming und fertig ist die Laube. So ist es relativ einfach. Ne? Und ich habe den Test hier gemacht mit der CD-Version, Vinyl und Spotify-Version. Wie bin ich da vorgegangen? Ganz klassisch. Erstmal hier die LP auf die Anlage drauf, dann die CD angemacht, dann Streaming. Habe alles drei parallel immer laufen lassen. Ich habe, weiß nicht, 3-4 Durchgänge gemacht. Also 3-4 Mal habe ich mir das Album miteinander hier auf allen drei Plattformen gleichzeitig angehört und habe hin und her geswitcht. Und da haben sich auch wirklich Unterschiede ergeben. Fangen wir mal mit Spotify an. Also der Sound, sage ich mal, der ist okay. So, muss dazu sagen, Streaming, die Datenübertragung und Datenrate im Vergleich zu einer LP- und CD-Version, das ist so die niedrigste. Das bedeutet, es werden nicht so viele Informationen wiedergegeben wie auf einer LP oder CD. Und das hörst du auch hier und da so ein bisschen. Es ist so ein bisschen blechernd. So, es ist vollkommen in Ordnung. Das kannst du im Radio hören. Das kannst du
nicht im Radio hören, im Auto hören, das kann man auf dem Laptop hören, so weit, so gut. Aber wenn du wirklich Musik erleben und genießen willst, also wenn du einen audiophilen Touch hast, dann solltest du entweder zur CD oder LP greifen. Und hier ist auch nochmal wichtig, was du präferierst. Möchtest du den neuen Sound, wie Metallica, zum Beispiel hier die Vinylversion 2021, was für ein Remaster die gemacht haben, oder sagst du, nee, ich will das Originale, wie das 1990 rausgekommen ist. So, das musst du selber für dich entscheiden. Aber was wir hier nun mal haben, das ist nun mal der Vergleich mit 2021 und 1990, präferiere ich unterm Strich tatsächlich doch hier das Remaster. Das liegt ganz einfach daran, das hört man am Sound, wenn man die Gitarrenarbeit, nicht die Gitarrenarbeit, den Gitarrensound vergleicht, dann muss ich sagen, das Ganze klingt deutlich mehr on point, aggressiver, böser, lauter tatsächlich und gibt den Ganzen echt nochmal so eine kernige Note. So, und das gefällt mir tatsächlich. Ich weiß auch, einige sagen, ja, schwarzer Album, das ist doch Midtempo. Du machst doch kein Midtempo, ja. Aber gerade durch diesen Gitarrensound gibt das denen so das gewisse Extra, dass ich da dranbleibe. So. Und ich muss auch dazu sagen, das ist für mich auch der Blueprint in Sachen Mid-Tempo. Haben Bob Rock und Metallica damals auch sehr, sehr schön produziert. Natürlich, um das Ganze ein bisschen, sagen wir mal, massentauglicher zu machen, weil die Justice for All Vorgängeralbum, das war ja Dream Theater auf Metallica gemünzt, so sage ich jetzt mal so laienhaft dahergesagt. Ist auch ein bisschen was dran, weil Dream Theater damals so die Band Nummer 1 war in Sachen Technik, haben natürlich mit Metallica nicht auf sich sitzen lassen, haben dann ihre Version von Progressive Metal halt gemacht. Ne? Und die Master of Puppets, die war ja auch schon progressive-mäßig angehaucht, sei es drum. Hier, schwarzer Album, deutlich anderer Sound, andere Richtung, viel mehr Tempo und natürlich diverse Hits drauf. Ne? Nothing Else Matters. Also der Song, der ist totgedudelt, ich kann ihn nicht mehr hören, läuft aber heute noch im Radio. Enter Sandman, Sad But True, The Unforgiven. Wherever I may roam, ach, hört bloß auf, so, das ist ein Hit-Album. Es hat sich nicht umsonst, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Millionen Mal vertickt. Ich glaube, das ist eines der meistverkauften Metal-Alben in der Geschichte. Wenn nicht sogar das, ich weiß es nicht genau, aber das muss man erstmal halt bringen, so. Also Tribut und auch Hut ab davor. Ich weiß, einige von euch draußen denken sich, boah, Metallica, schwarzer Album, hör bloß auf. Das war echt so der Zeitpunkt, wo viele mit der Band gebrochen haben. So, Bob Rock hat das Ganze produziert, der hat vorher Mötley Crüe gemacht, Mötley Crüe, eine Poser-Band und machen dann auf einmal Metallica. Boah, geht überhaupt gar nicht, geht überhaupt gar nicht. Ich kann das verstehen, noch verstehen, dass einige hier Probleme haben mit dem Album. Wenn ihr da das Album nicht mögt, ihr werdet es auch 2024 nicht mögen. Und die, die ein bisschen offener sind, kann ich nur sagen, hört euch das mal hier rein. Ich würde das auch Leuten tatsächlich empfehlen, wenn die irgendwie zu Metal kommen, als Neueinstieg, das Ganze hier auch an sich einfach mal reinzuziehen. Ist ein sehr solider Start damit. Und das Gute ist, das gibt es jetzt wieder auf Vinyl. Auf farbigen Vinyl für den Sammler da draußen. Und ich bin mal sehr auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr zu dem Remaster von 2021? Holt ihr euch das Ganze auf farbigen Vinyl? Seid ihr eher so die Typen, die sagen, okay, wir sind jetzt schon so weit fortgeschritten, also sprich in den 90er Jahren, da wusste man schon, wie man mit Metal umgeht. Das ist ein toller Sound. Mir reicht der Sound von vor 30 Jahren. Ich brauche hier keinen Remaster von 2021, auch kein farbiges Vinyl. Das würde mich sehr, sehr brennend interessieren, mit euch das zu diskutieren, unten in den Kommentaren, wie da so eure Gedankengänge sind und eure Ansätze. Und da soll es auch heute hier gewesen sein. In naher Zukunft gibt es dann die Garage Inc. Die hat man mir auch schon hier zukommen lassen. Wird auch nochmal richtig geil sein, das Ganze mal zu beleuchten. In dem Sinne, gehabt euch wohl, bis dahin und ciao, ciao. Passion, you know, for the passion of the music.